Friedrich Nietzsche hat einmal geschrieben, der kühne Gedanke zwingt sich die Sprache, nicht umgekehrt. Und damit Servus und schöne Grüße. Ja, heute gibt es mal ein etwas anderes Video über ein Thema, das mich einfach unfassbar triggert. Als ich vor ein paar Jahren meine Bachelorarbeit geschrieben habe, wurde meinem Kurs vom Betreuer nahegelegt, Farbe zu bekennen und unsere Arbeiten zu gendern. Es sei höchstens eine mögliche Alternative, aber keine echte Lösung, am Anfang der Arbeit klarzustellen, dass aufgrund der Lesbarkeit auf eine geschlechterspezifische Formulierung verzichtet wird. Ich selbst habe auf diese Erklärung verzichtet und wurde deshalb Gott sei Dank nicht schlechter behandelt oder benotet. Eine kurze Anmerkung hierzu, falls ihr davon betroffen seid, der Verein für deutsche Sprache unterstützt euch bei einem Notenabzug, weil ihr nicht gegendert habt, im Notfall bis vors Verfassungsgericht. Vielleicht ist dem ein oder anderen der öffentlich-rechtlich finanzierte Meinungsjournalist Gerd Skobel ein Begriff, der auf die Macht der Sprache hindeuten will und gleichzeitig metapolitische Macht auf die Sprache ausübt. Seine Ideologie versteckt er unter dem Begriff der Philosophie, ohne eine Form des Diskurses oder der Auseinandersetzung zu pflegen. Klassischer Meinungsjournalismus eben. Kleiner Funfact am Rande, der Begriff Philosoph ist kein geschützter und absolut jeder darf sich so nennen. Womit ich mich ab jetzt aber beschäftigen will, ist, welche Meinung er zum Gendern hat. Sehen wir also mal in seinem Video Gendern philosophisch geprüft hinein. Kleine Warnung, sein Hallo da draußen lässt bereits die Grenzen zwischen männlich und weiblich verschwimmen. Hallo da draußen, liebe UserInnen. Und schon sind wir im Thema. Denn ist es richtig, UserInnen zu sagen, statt User und UserInnen? Und was ist mit den anderen Geschlechtern? Ja, was ist eigentlich mit den anderen Geschlechtern? Dass es neben den biologischen Frauen und biologischen Männern noch rund 0,2% intergeschlechtliche Personen gibt, spielt anscheinend keine Rolle für ihn. Kleiner Funfact. Seitdem man sich seit 22. Dezember 2018 divers in den Pass eintragen lassen kann, haben davon etwa 150 Menschen oder 0,00019% der Bevölkerung davon Gebrauch gemacht. Aber ich bin mir sicher, Skobel redet vom sozialen Geschlecht. Dieses kann man, im Gegensatz zum biologischen, den Betroffenen übrigens nicht ansehen. Trotzdem müssen sie immer mitgemeint sein. Das ist denn etwa so, als ob man durchsetzen wolle, dass hinter jedem Namen ein San gesetzt wird, weil es sich bei der angesprochenen Person ja um einen Japaner jedweden Geschlechts handeln könnte. Anlass für mein Video ist dieser Kommentar von DK. Ich frage mich schon länger, was Wittgenstein wohl von der Genderisierung der Sprache gehalten hätte. Wäre es für ihn der Gang auf den Berg, damit es gemeint Übersicht kriegen, der Vergleich, die Übersicht oder nur der Eingang ins Fliegenglas? Für die Antwort muss ich ein bisschen ausholen. Wahrscheinlich habt ihr bemerkt, dass ich hier in meinem Kanal immer wieder mal mit den Formen experimentiert habe. Beispielsweise habe ich bei Aufzählungen gesagt, Physiker und Biologin, Ärzte und Astronomin, Gentechniker und Informatikerin und so weiter. Manchmal habe ich aber auch die Form GermanistInnen verwendet, manchmal auch nicht gegendert. Ich bin der Ansicht, dass man nicht so tun darf, als gäbe es eine einzige richtige Art und Weise zu sprechen und zu schreiben. Man sollte auch nicht so tun, als hätte irgendjemand schon diese eine richtige Art und Weise zu sprechen, zu schreiben definiert. Herr Skobel hat übrigens auch eine Fantasiesprache erfunden und zwingt anderen diese aus seiner moralischen Superposition auf. Aber es gibt ja eh nicht diese eine definierte Sprache, deshalb geht das wohl in Ordnung. Ach, Moment mal, da gab's doch noch dieses eine Video von Herrn Skobel mit dem Titel Magie der Sprache Wittgenstein erklärt. Wittgenstein hat einige bis heute aktuelle Argumente entwickelt, um zu zeigen, dass es keine Privatsprache gibt. Vereinfacht gesagt läuft es darauf hinaus, dass eine Sprache, die nur ein einziger Mensch spricht, keine Sprache ist. Denn wenn es eine Sprache ist, muss es Regeln und eine Grammatik geben. Die aber ist für mehr als einen Menschen verständlich. Eine Regel, der nur ein einziger Mensch auf dieser Welt folgt, ist keine Regel. Ist nicht überprüfbar. Wenn eine Sprache wirklich nur für mich verständlich bleibt, wie kann es sich dann um eine Sprache handeln, deren Wesen ja die Kommunikation ist? Da er sich in beiden seiner Videos auf Wittgenstein bezieht, frage ich mich jetzt doch, ob Sprache klare Regeln braucht. Meiner und Wittgensteins Meinung übrigens ganz klar ja. Aber wirklich in Begründungen seiner Ideologie bleibt Skobel leider in all seinen Videos schuldig. Kehren wir deshalb erstmal zu seinem Gender-Video zurück. In Sachen Sprache ist es extrem schwer zu entscheiden, wer da eigentlich die Hoheit hat. Denn Sprache entsteht ja auch auf der Straße, Sprache entsteht durch Bedürfnisse und die verändern sich. Ja, ich frage mich wirklich, wer die Hoheit denn nur haben könnte.
Manchmal geht das schnell, manchmal dauert es auch ziemlich lange. Man könnte fast meinen, es sind die Medien und die Unis, welche die Hoheit haben. Aber wir können uns ja mal anschauen, wie es mit der Bevölkerung aussieht. Sogar bei den Grünen haben mehr gegen die Gendersprache gestimmt als dafür. Und zu guter Letzt seht ihr noch eine repräsentative Umfrage von Statista, bei der sich das gleiche Phänomen erkennen lässt. Tja, ich glaube, man kann von gendergerechter Sprache als Oktroi sprechen. Und Wittgenstein? Soweit ich weiß, hat sich Wittgenstein zu diesem Thema nie wirklich geäußert. Ich fand diese Aussage so geil im Kontext, zu dem, dass er eigentlich mit Wittgenstein argumentieren wollte, warum das Gendern jetzt wichtig und gut ist. An dieser Stelle nochmal ein Verweis auf die Videobeschreibung seines Beitrags. Dass Sprache ein wichtiges gesellschaftliches Mittel ist, wusste schon der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein. Und trotzdem, als ob das irgendetwas miteinander zu tun hätte, sträuben sich nach wie vor viele gegen das Gendern. Im heutigen Video beleuchtet Gerd das Thema auch aus wittgensteinscher Sicht und klärt auf, wieso das Gendern uns einen Schritt näher an die Problembehebung führt. Ja, was für ein Problem eigentlich? Also ich habe das im ganzen Video nicht herausgefunden. Falls ihr das wisst, dann schreibt es bitte auch in die Kommentare. Obwohl Wittgenstein sich nie zu dem Thema geäußert hat, benutzt Skobel ihn, um die moralinsaure Sprachpolizei mit philosophischem Anspruch zu spielen. Aber gehen wir gern etwas näher auf Wittgenstein ein. Generell wird in den frühen und in den späten Wittgenstein unterschieden. Für den frühen Wittgenstein, also im Tractatus Logico Philosophicus, gibt es nur Sachverhalte auf der Welt, welche die Welt selbst wieder abbildet. Daraus folgert Wittgenstein, dass nur Sätze, welche sich auf etwas in der Welt beziehen, wahr sein können. Die philosophische Sprache sei demnach unsinnig, da Begriffe wie das Gute oder das Schöne keine Entsprechungen in der Welt haben und damit nicht logisch seien. Welche Schlüsse er damit für das Gendern gezogen hätte, überlasse ich einfach mal euch. Zum späten Wittgenstein sagt Herr Skobel selbst im Video Denken im Fliegenglas, Wittgenstein einfach erklärt. Sein Nachdenken nach dem Tractatus führte dann zur Entdeckung einer völlig neuen Methode, philosophische Fragen zu beantworten und die Wirklichkeit zu untersuchen. Das Ergebnis sind unter anderem eben die berühmten philosophischen Untersuchungen, die viele Bereiche inspiriert haben, wie beispielsweise die Kulturwissenschaften und ihnen eine neue Richtung gaben und den sogenannten Linguistic Turn einleiteten. Die philosophischen Untersuchungen stellen den Ausgangspunkt der modernen Sprachphilosophie dar. Worum geht es also in diesem Bild der Metapher vom Fliegenglas, das es ja real gibt? Die Fliege, die offensichtlich gefangen ist oder sich selbst in diesem Fliegenglas verfangen hat, das sind natürlich wir. Uns will Wittgenstein einen Ausweg zeigen. Einen Ausweg woraus? Na, aus den Widersprüchen und Fallstricken der Philosophie und aus den Verstrickungen unseres eigenen Verstandes, die sehr unterschiedlich aussehen können, meist aber eine einfache Ursache haben. Wir fallen buchstäblich entweder auf die Sprache rein und werden von der Sprache in die Irre geführt, oder aber wir feiern die Sprache und glauben, dass ihr überschwänglicher Gebrauch Dinge bezeichnet, die es dann wirklich gibt. Na, vom Feiern wisst ihr, dass man sich mittendrin alles Mögliche einbilden kann, aber nicht alles Mögliche ist ja auch wirklich. Um das nochmal zu betonen, Wittgenstein bezieht sich auf Wirkliches und Tatsachen in der Welt. Ich glaube kaum, dass für ihn subjektiv gefühlte Rollenbilder eine Rolle spielen. Springen wir etwas weiter im Video, da Herr Skobel sich in einem Großteil nur auf Wittgenstein und sein nicht existierendes Verhältnis zum Gendern konzentriert. Ich glaube also, dass Wittgensteins Sprachphilosophie da nicht wirklich weiterhilft in dem Punkt, außer, dass ich versuchen sollte, in der Verwendung meiner Begriffe möglichst klar zu sein, das fordert er natürlich, völlige Klarheit gibt es aber nicht, sagt er auch, da Regeln immer wieder verändert werden und nicht eindeutig sind. Aber wir müssen erkennen, wenn eine sprachliche Form zu einem Problem wird und uns hindert, etwas zu sehen oder wahrzunehmen, oder wenn sie uns zum Beispiel auch dazu verführt, uns falsch zu verhalten, oder daran hindert, etwas anzuerkennen, das ganz offensichtlich der Fall ist, wie etwa, dass es eine Mehrzahl von Geschlechtern gibt und in Bezug auf sie Gleichberechtigung herrschen sollte. Ja, nach dieser nicht als solche erkennbare Überleitung von dem, was Wittgenstein wollte, zu dem politischen und gesellschaftlichen Urteil, es gibt mehrere Geschlechter und diese müssen gleichberechtigt sein, klärt Skobel nicht, warum die Sprache diese politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung erbringen sollte. Englisch, Türkisch und Chinesisch sind übrigens genderneutrale Sprachen. Soweit ich weiß, sind die letzten nicht unbedingt bekannt für die Rechte von genderfluiden Menschen.
Abgesehen davon bedeutet Gleichberechtigung nicht Ergebnisgleichheit oder Sichtbarmachung. Sie bedeutet, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln, bei strikter Rechtsgleichheit vor dem Gesetz. Dass Sprache das Denken vollständig formt, ist eine Vereinfachung eines komplexen Verhältnisses und schon längst nicht mehr Stand der Forschung. Soweit zur Theorie. Als generisches Femininum wird ein spezieller Sprachgebrauch bezeichnet, bei dem eine grammatisch feminine Personenbezeichnung, etwa die Ärztin, in einem geschlechtsübergreifenden Sinn generisch also verwendet wird. Sowohl für die Bezeichnung von Ärzten wie auch von Ärztinnen. Im Grunde wird beim generischen Femininum, also Ärztin, so verwendet, wie wir meistens oder die meisten Leute eben das Wort der Arzt verwenden. Spricht also was dagegen, statt der Arzt von die Ärztin zu sprechen? In dem Fall würde die Ärztin dann tatsächlich übergreifend auch für männliche Ärzte stehen und sich also nicht nur ausschließlich auf Frauen beziehen, sondern auf alle Personen gleich welchen Geschlechts oder Genders. Alle Lehrerin würde dann so verwendet, wie die meisten Leute alle Lehrer verwenden, indem sie nämlich alle weiblichen und männlichen und sonstigen Lehrkräfte meinen. Das grammatische Geschlecht, also Genus, wird dabei vom natürlichen Geschlecht oder Sex der gemeinten Person losgelöst und spiegelverkehrt zum generischen Maskulinum angewendet. Wenn ihr mich jetzt fragt, kann man das durchaus spielerisch machen und sollte es gelegentlich auch tun? Man sollte es also auch tun. Aha. Und wo sind die anderen Geschlechter jetzt beim generischen Femininum? Oder ist das okay, weil gegen Männer? Aber kommen wir nochmal zu den Fakten. Professor Dr. Stöber aus Bamberg hat in dem Text zu falscher Symbolpolitik in Zeiten eines zunehmenden Illiberalismus, Quelle in der Beschreibung, darauf verwiesen, dass das lateinische Genus mit dem biologischen Geschlecht so wirklich gar nichts am Hut hat. Mit der Übersetzung aus dem 12. Jahrhundert, Geschlecht, war Abstammungs- oder Ahnenfolge gemeint, wie das Wort insbesondere beim Adel benutzt wurde, zum Beispiel das Geschlecht der Habsburger. Das biologische Geschlecht wiederum heißt auf Latein Sexus. Während Sexus tatsächlich die biologischen Unterschiede meint, ist die Zuteilung des Genus, welches Abstammung bedeutet, willkürlich. Es heißt der Stuhl, die Stuhllehne und das Stuhlbein. Die Aussage, dass Genus und Sexus das gleiche wären, ist absurd und falsch. Die Person zu gendern geht erstens nicht und ist zweitens völlig unnötig, da jeder weiß, was damit gemeint ist. Sprachwissenschaftlich gesehen sind generische Pluralformen wie zum Beispiel die Wähler oder Sammelbegriffe wie der Wähler im Hinblick auf den Sexus neutral. Es werden weder Frauen noch Männer gemeint oder mitgemeint, sondern alle wählenden Menschen oder Personen sind eingeschlossen, unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht. Wenn alle Freundinnen mitgebracht werden sollen, so werden explizit die Frauen angesprochen. Beim Gegenteil ist das nun mal nicht so. Werden nur männliche Freunde angesprochen, so müsste das auch explizit erwähnt werden, indem man sagt, nehmt alle eure männlichen Freunde mit. Abgesehen davon stammen viele Bezeichnungen von den Verben ab, wie Bäcker vom Backen oder Fahrer vom Fahren. Zu Ende gedacht müsste Herr Skobel auch StaubsaugerInnen sagen, falls ihn das stört. Mein Fazit: Wenn die Grenzen meiner Sprache auch die Grenzen meiner Welt sind, wie Wittgenstein ja sagte, dann wird es Zeit, immer wieder an diesen Grenzen zu rütteln und daran zu arbeiten. Und damit meine ich nicht, sie zu kontrollieren und jede Überschreitung zu verhindern. Das ist unmöglich, denn Sprache verändert sich ja kontinuierlich, weil sich auch unsere Lebensformen verändern. Wir sagen heute, der oder die hat das gut gehandelt und könnten natürlich auch sagen, der oder die hat das gut bewerkstelligt oder ist gut damit umgegangen. Ein Gender-Sternchen zu schreiben und dann auch auf welche Weise auch immer so ein Sternchen zu sprechen, kann der Anfang eines Weges hin zu einer geschlechtergerechteren Gesellschaft sein. Nochmal eine kleine Erinnerung. Das generische Femininum meint alle Geschlechter, das generische Maskulinum nicht. Mit dem Gender-Stern werden alle Geschlechter mitgemeint, was ein gerechteres Zusammenleben bedeutet. Sprache verändert sich kontinuierlich auf der Straße und deswegen machst du von den Gebühren der Menschen auf der Straße ein Video gegen den Willen eines Großteils der Menschen von der Straße, indem du Werbung für dein Verständnis von Fortschritt machst. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sprache macht Dinge sichtbar und nur was sichtbar ist, wird natürlich auch wahrgenommen und ausreichend berücksichtigt. Ungewohnt ist das Ganze nur am Anfang. Es wird dauern, bis wir uns alle dran gewöhnt haben, aber ich hoffe, dass wir uns nicht nur an die veränderte Sprache gewöhnen, sondern auch daran, freundlich und rücksichtsvoller miteinander umzugehen. In diesem Sinn, tschüss mit Sternchen. Es wird also dauern, bis ihr uns daran gewöhnt habt, solange sich da niemand gegen ausspricht. Wir sind die Lieben, deshalb seid doch rücksichtsvoll und nett zueinander, während wir die Sprache verschandeln.
Die BürgerInnen-MeisterInnen lassen grüßen. Zum Schluss, und wenn wir schon mal beim Thema sind, noch etwas in eigener Sache. Ich bin kein Studierender, ich bin ein Student. Das Wort kommt von dem lateinischen studere, Partizip Präsens, Students im Plural Studentes. Das Gerundium studierend wird verwendet, wenn es eine Tätigkeit bezeichnet. Ich kann jedoch nicht gleichzeitig ein Studierender und ein Schlafender oder ein Studierender und ein Essender sein. Ja, ansonsten war's das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen unterhalten und falls ihr eine andere Meinung habt, schreibt gerne einen Kommentar und wir können diskutieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Ansehen und wünsche allerseits noch einen wunderschönen Tag ohne Sterne.